Ja, Hallöchen, meine Lieben, ich hätte gerade schon die kotzen können. Ich wollte gerade anfangen aufzunehmen, da musste sich mein liebes Steam dazwischen hängen. Und hat den ganzen Kram mir abgekackt lassen. Ja, ich nehme gerade auf um 2 Uhr nachts, nachdem ich eben Battlefield 3 aufgenommen habe, die erste Folge da, totaler Fail. Auch was aufnahmetechnisch das bedeutet, weil. Ihr habt da bestimmt gemerkt, diese Ruckel und all den ganzen Scheiß. Ich werde das wahrscheinlich auch nicht unter Kontrolle bekommen, weil die Festplatte hier eigentlich nicht für sowas gemacht ist. Weil die nämlich gerade mal mit 30 Megabyte pro Sekunde oder so schreibt. Was eigentlich viel zu wenig ist für HD-Spiele, aber. Vielleicht überlegt sich Justin ja nochmal und. Ich kann den Kram abblasen mit Battlefield 3, weil ich bin sowieso so oft gestorben bei dem Ding. Und ehrlich gesagt sagt mir das auch absolut nicht zu, das Spiel. Und da spiele ich doch lieber hier das als Battlefield 3. Na gut, das erste Mal waren wir jetzt hier stehen geblieben. Wir können jetzt in den Käferwald. Und ich würde sagen, dass wir auch das machen. Warte einen Augenblick. Wenn uns mal Bu nicht voll quatschen würde. Hier. Diesen Ring hier habe ich vom Oberhaupt der Nagi erhalten, als ich geboren wurde. Er bedeutet mir viel. Ich hätte ihn dir schon eher geben sollen, aber es war mir so peinlich. Wenn ich diesen Ring trage, fühle ich eine große Zufriedenheit. Ich hoffe, er wird auch dir helfen. Und pass gut darauf auf, ja? Tränenriesheiten. Eigentlich nichts, aber ich werde an dich denken. Oh, wie süß. Mabu. Obwohl sie eigentlich ein Nebencharakter ist, ist sie eigentlich ach, einfach cool. Kann ich ins Menü? Im Menü. Kann ich ihn irgendwie ausrüsten oder sowas? Nee. Ich habe aber einen Dolch. Der ist stärker als mein Messer. Verringert zwar mein Tempo, ist aber stärker. Von daher. Trennenries. Geschenk von Mabu. Strahlt überwältigend schön. Wurde der junge Mabu vom Lucky überhaupt übergeben? Okay. Gut, das heißt. Krugquartz haben wir 3 Stück. Stellt die Gesundheit wieder her, wächst auf freien Flächen im Wald, macht gesünder und stillt Blutungen, Blätter malen auf Wunden streuen. Mein Controller spackt mal wieder rum. Ich die Scheiße. Reihenfolge. Achso, kann ich diskutieren wahrscheinlich dann. Baldrianpulver. Gift gegen Mittel. Baldrianwurzel im Pulver vor. Beruhigt den Geist und was und schwemmt das Gift aus. Achso. Ah, das ist nur ein Controller, spackt übelst drum nur noch. Hallo? Sag mal, Steve. Was spackt der denn so ab? Das Problem, ich kann sowas einfach nicht ohne Controller spielen. Na ja, gut, kann ich eigentlich mal mit den Leuten reden jetzt irgendwie so besonders oder so? Mal gucken. Bist du in Ordnung? Es ist hart, ein Kokonmeister zu sein. Aber du schaffst das schon. Ich kann dir anstelle deines Vaters vieles beibringen. Worüber möchtest du etwas wissen? Und zwar... Waffen. Beim Schmied kannst du Waffen und Rüstung kaufen. Du weißt schon, wo Kelma wohnt. Sein Vater ist doch der Schmied. Vielleicht ist er ein bisschen ruppig. Aber als Schmied ist er sehr geschickt. Was kann ich? Gegenstände? Wenn du dir im Wald Verletzungen zuziehst, ist es sehr gefährlich, die Jagd fortzusetzen. Es gibt viele verschiedene Dinge, die dir in so einer Situation helfen können. Du kannst sie im Laden kaufen. Versorge dich möglichst reichlich mit allem, was du benötigst. Du bekommst von Mabu leere Kokons, in denen du die Diener einfangen kannst. Und die kann man dann übrigens verkaufen. Da würde das jetzt wahrscheinlich erst noch sagen. Ohne Geld erhältst du weder Waffen noch andere Ausrüstungsgegenstände. Aus diesem Grunde solltest du die weißen Kokons zu Seide spinnen.
Das Garn aus den weißen Kokons hat eine sehr gute Qualität und kann für viel Geld verkauft werden. Doch sobald du einen Kokon verspinnst, wirst du das magische Geschöpf darin verlieren. Bedenke es gut, ehe du Mabu bittest, einen Kokon für dich zu verspinnen. Na gut, wenn ich dann später grinde, werde ich sowieso viel Geld extra Viecher fangen und fürs fürs Vermengen und so weiter auch später. Naja, Dina. Auch wenn die Bestien des Waldes uns Dorfbewohner angreifen und manchmal recht tückisch erscheinen, so sind sie doch eigentlich nur Stellvertreter Elrims des Waldgotts. Kokonmeister und Nagileute sind mit den Eigenheiten des Waldes vertraut. Wir haben sogar einen Ausdruck für unseren Respekt für die dortigen Wesen. Wir nennen sie Diener des Waldes. Die Leute im Dorf sagen dazu Scheusal, Missgeburt, Monstrosität. Nur weil sie schrecklich aussehen und uns Angst machen. Und die Dorfältesten, wie die ehrwürdige Hibara, haben noch verächtlichere Namen für sie. Aber alle bewirken ein und dasselbe. Sie bedeuten, reine Worte erzeugen geläuterte Herzen. Du solltest auch darauf achten, wie du sprichst, mein Sohn. Also eigentlich wird Jibara ja wahrscheinlich Jibara ausgesprochen, aber egal. Das ist halt typisch deutsche Aussprache, ne? Auf Wiedersehen sagen. Pass auf dich auf. Ich werde immer für dich beten. An sich ist die Synchro eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich finde, aber nur gut. Ach ja, übrigens, als ich noch vergessen habe zu sagen, die Monsternamen, ne, hat mir leider keiner von euch genannt. Deswegen werde ich auch erstmal einen eigenen Namen verwenden, und zwar werde ich die Kanalmitglieder erstmal nach und nach benennen. Und na gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal die ganzen Sachen durch, wir gehen erst zum Schmied und gucken auch gleich mal, wie viel Geld ich brauche, da ich dann später das dann grinden kann. Hallo, wie ich an der Wand denke. So. Ja, Jakob. Na, was gibt's? Wenn du auf der Suche nach Kelmer bist, der ist nicht hier. Das ist wirklich großartig. Wohin mag er jetzt wieder gelaufen sein? Komm ein andermal wieder, wenn du eine starke Waffe haben willst. Es ist so lange her, seit ich eine Waffe für einen Kokonmeister hergestellt habe. Auch wenn du eine hättest, wüsstest du, wie man sie benutzt? Das ist eine Frau übrigens. Also wirklich, er ist so unfreundlich. Entschuldige, seine Hände sind geschickt, aber seine Zunge nicht. Unser Sohn wird mit einem solchen Vater wie dir niemals eine gute Frau finden. Sie sind beide so starrköpfig. Hörst du mir etwa jemals zu? Das ist ja doch, nein. Also kann ich jetzt nichts kaufen, oder was? Falsche Taste. Falsche Taste! Wie du sehen kannst, hat er einen Dickkopf. Aber er ist der allerbeste Schmied in ganz Farbe. Wenn du jemals Waffen benötigst, dann komm wieder. Ja, ich werde wahrscheinlich erstmal den Käferwald erledigen müssen oder zumindest eine bestimmte Sache dort, bevor ich einkaufen kann, denke ich mal. Aber nimm gut. Guck mal, kannst du irgendwas sagen oder hast du keine Synchronsprecher? Ah ne, okay. Oh meine Güte, wie nett! Es ist schon sehr lange her, seit wir einen Kokonmeister hier hatten. Lass mich wissen, wenn du irgendetwas Bestimmtes brauchst. Okay, bei dir kann ich kaufen, aber bei Jako nicht oder was, ey. 200 Jahren haben wir nur. Toll. Okay, gut. Ruckwurzel kostet 15. Sharplöcke, was ist das? Gesundheit und Mana der Diener erneuern. Gesundheit und Mana der Diener erneuern. Likör, der aus eingelegten Sharpdienern hergestellt wird, bringt dem Diener etwas Gesundheit und Mana zurück. Also, kostet darum verdammt viel. Ich würde sagen, wir kaufen mal zweimal davon, dass wir auf 5 kommen. Wie verhält denn das? Steht nicht da. Und einmal davon, auch wenn ich jetzt schon wieder viel zu viel Geld ausgebe, und zweimal davon. ich wollte so, danke, gut, zum Verkaufen habe ich ja auch nichts, ne, ich war enttäuscht. Nee, schade, na gut.
Oh, nicht mein Junge jetzt bloß gegangen. Vielleicht ist er den Bänkesängern auf dem Dorfplatz zu hören gegangen. Nein, das Spiel erinnert wirklich sehr an die, kann ich jetzt bitte vielleicht was kaufen? An die ganzen alten Animes von Ghibli. Allein schon, weil Ghibli ja wirklich mitgearbeitet hat. Kann ich bei dir was kaufen, zufälligerweise? Ich habe noch nichts, was für dich geeignet ist. Ach so. Aber du kannst kaufen, was ich bereits angefertigt habe. Was soll es denn sein? Kaufen. Dann doch bestimmt. Ach, schau mal einer an, du hast da doch was. Bronzeschwert 500. Na gut, das hätte ich mir sowieso nie leisten können. Angriff plus 2 und Tempo minus 2. Ja, Bär. Das kann ich mir so entspannen. 500. Rüstung. Ach du Kacke. Kann ich mir jetzt schon eine kaufen? Ich würde gerne die für 300 zusammen sparen. Ich weiß nicht. Ach, weißt du was? Die eine kaufe ich. Das Geld, das gebe ich jetzt aus dafür. Und nee, warte, was haben wir noch bei anderes? Lederstirnband. Oh Gott, das ist also 500, 6, 7, 800, 900 Jahren brauche ich. Das ist wirklich verdammt viel. Wenn du eine noch stärkere Waffe benötigst, komm später wieder. Vielleicht habe ich bis dahin was fertiggestellt. Ja, du, da muss ich jetzt mal das Gästes mal gucken. 900 oder sowas war es, ne? Glaube ich. So, Ausrüstung, Lederweste. Plus 1 Abwehr, plus 1 Abwehrmagie, minus 1 Tempo. Na gut. Ehrlich gesagt, sowas ist scheißegal. Könnten aber das Messer verkaufen und den Kram. Vielleicht gibt man ein bisschen Geld dabei. Die Qualität einer Klinge hängt von der Fähigkeit des Schmieds ab. Egal wie stumpf eine Klinge auch sein mag, ich kann sie ganz scharf machen. Na, wenn du meinst. Schön, dass du was anderes gesagt hast. Das finde ich gut. Verkauf. Waffe, Messer, wow, 37 ist das viel. Wow. Wow, da grillt da tanze Schlabander dabei, was? Ach, geil. Ja, ich will es verkaufen, danke. 74 Jahre, jetzt können wir uns jetzt noch Eigengegenstände zur Not leisten. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ja, bla, das hast du schon gesagt. Hast du schon gesagt. Da, aus des Dorfoberen. Geh mir mal hin. Oh, das sieht auch cool aus. Auch wenn 2D sich vielleicht bei den Spielen noch besser gemacht hätte, weil ja, es sind trotzdem immer noch Hintergründe und 2D-Hintergründe hätten sich da vielleicht ein bisschen besser gemacht, aber na gut. Und 2D, Leute. Das sind anscheinend die Leute, die von den Onibubu erledigt worden sind. Ich leiste Beistand für jene, die wegen der Onibubu eingeschlummert sind. Achso, okay. Und ich kann übrigens keine alte Frauen stimmen. Habe ich, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Ich kann die einfach nicht. Ich habe einfach dafür keine Stimme für alte Frauen. Allgemein für Frauen habe ich sowieso nur die etwas höhere Stimme und sonst nichts irgendwie. Ich kann aber keine Frauen sprechen. Seidenspinnerei. Sagen die noch was Besonderes? Vielleicht eventuell irgendwie. Ja, also dass ihr mich wahrscheinlich verfluchen werdet. Deine Mutter ist heute nicht aufgetaucht. Naja, schön für dich. Und du draußen die ganze Zeit. Vollidiot. Das Schicksal ist aus, wurde also dem Kind des Verräters anvertraut. Naja, und du bist eine dumme Ziege, weißt du das eigentlich? Für Kind des Verräters. Meine Fresse. Du bist noch zu hören, um gegen diese Dämonen zu kämpfen. Ja, mit deinen komischen Augen. Gruselig. Ach, da kann ich rein. Ach, schau mal an. Ich weiß gar nicht, dass ich da rein kann. Hier war ich noch nie drin, glaube ich, oder? Das geht besser. Anna. Man sagt, dass Fios Sohn den Titel eines Kokonmeisters angenommen hat. Dann ist er also derjenige, der nach dem Kraut suchen wird. Ich hoffe, er schafft es. Nina. Bist du etwas besorgt, was? Was denkst du denn? Mein Sohn hat diese Krankheit erwischt, wie du weißt. Ja, aber dann wird es also Mabu sein, die Reinigungen durchführt.